Servus, liebe Zuschauer. Jetzt habe ich mal ein Video, was ich aus eigenem Erleben bzw. aus Erzählungen hier wiedergeben möchte, weil es mir wichtig ist. Es geht um das Thema Jugendweihe und wie weit greift eigentlich diese Wahnsinnsideologie, ja, die hier den Kindern und Jugendlichen ja auch schon im Kindergartenalter verabreicht wird und in der Schule und in der Uni fortgesetzt wird. Klar, spurlos geht es nicht vorbei, aber es gibt dann doch Anzeichen, dass das Ganze offensichtlich von einer lauten, sehr lauten Minderheit propagiert und irgendwie gepriesen wird, die Menschen sich aber dann doch anders verhalten. Ja? Folgende Situation: Eine gute Bekannte von mir hat mit ihrer Tochter die Jugendweihe gefeiert, also ihre Tochter besser gesagt, ja, 14 Jahre alt. Jugendweihe ist eine ja, Veranstaltung, die vom deutschen Theologen Eduard Balzer 1852 sozusagen geprägt wurde. Es ging da um eine, ja, wie soll man sagen, atheistische Veranstaltung in Konkurrenz zu, wenn man so sagen will, atheistische Antwort auf die religiösen Initiationsrituale, also der Übergang vom Kind zum Erwachsenen, von Jungen zum Mann, von Mädchen zu Frau, der Bar oder Bat Mitzwa bei den Juden oder der Firmung oder Konfirmation bei den Christen da. Ja, das ist ja so der Gegenentwurf mit religiösem Touch, sage ich mal. Und ich finde es eine tolle Einrichtung. Ja, Jugendweihe, muss ich ganz ehrlich sagen, hat meine Tochter auch gemacht. Und wenn es nicht politisch aufgeladen ist, ja, wenn wirklich die zum ersten Mal vielleicht auch wirklich sich echt schick machen, es ist ein großes Ereignis, da wird vorher wochenlang auch drüber sinniert, was alles dazugehört, was man vorbereiten muss. Die jungen Menschen fühlen sich dann schon wirklich ein bisschen einfach aus der Kindersituation ein bisschen rauswachsend. Die Mädchen ziehen sich festlich an, teilweise wirklich schon sehr festlich, sage ich mal. Ja, also von Ballkleid bis einfach richtig schick ist da alles dabei und zwar auch stilsicher, wie mir berichtet wurde. Und die Jungs dann entsprechend auch. Und wie ist das abgelaufen? Das war hier in Berlin, das wird von einer großen Agentur, da gibt es Agenturen, die diese Veranstaltungen betreiben oder anbieten, ja, und wird auch sehr gern gebucht hier in Berlin. Bleibt also wach die Tradition, auch wenn es mit der DDR nichts mehr zu tun hat. Ich finde es eine gute Einrichtung, aber es wird natürlich höchst fragwürdig, wenn auch dort, ja, und natürlich aus deren Interesse gerade dort hier die Ideologien verbreitet werden, ja, und in die Gehirne der jungen Menschen reingeträufelt werden. Was ist da passiert? Es gibt da eine Feierstunde mit bestimmt über 200 jungen Menschen, die dann auch einzeln auf die Bühne kommen dürfen und kurz da sich präsentieren dürfen, wenn man so sagen will, oder auch dann einfach eine Art Urkunde, glaube ich, bekommen. Und da ist auch ein Programm dabei mit kleinen Einspielszenen, kleinen witzigen, ja, Situationskomiken, so von dem Veranstalter. Das ist jetzt nicht von den Jugendweihe-Teilnehmern selbst, ja, und da wird dann schön, werden da die Themen abgeklopft, ja, wie Klima, wie auch Gender natürlich, Trans ein bisschen und natürlich auch, und das will ich jetzt als Beispiel geben, wie perfide das ist. Da gab es eine Spielszene, wo sich Jugendliche unterhalten haben, ja, ich muss wieder, oder junge Erwachsene, ich muss wieder zurück in die Wohnung meiner Eltern, in das Zimmer, ehemalige Zimmer meiner Schwester, weil ich kann mir den WG-Platz nicht mehr leisten. Ja, zu teuer. Ja. Da wird aber nicht jetzt gefragt, warum zu teuer, ja, was könnte das für einen Grund haben? Das wäre eigentlich das Naheliegendste. Nein, es wird gleich eine Lösung präsentiert und den jungen Zuschauern damit auch präsentiert. Und zwar, die Oma hat doch so eine große Wohnung, da kann ich doch hinziehen. Und damit gesagt, ja, genau, das ist doch die beste Idee. Die hat so Platz genug und so weiter. Die Oma wird in diesem
in dieser Szene gar nicht gefragt. Ja, also so geht es ja schon mal los. Und es ist genau dieses Ding, ja, die wohnen so in viel zu großen Wohnungen. Warum nehmen wir uns den Platz weg? Was soll das eigentlich? Warum müssen wir so viel zahlen für ein kleines Zimmerchen, wenn die Oma auf einer 100 Quadratmeter oder mehr Wohnung wohnt? Das sind alles diese Botschaften, die da transportiert werden. Und natürlich werden die auch irgendwo aufgenommen von den Jugendlichen, aber offensichtlich doch nicht in dieser Breite und in dieser, wenn man jetzt dieses Beispiel heranzieht zumindest, in dieser Intensität. Was ist denn gewesen? Meine Bekannte sagte mir, niemand dieser jungen Leute hat auch nur ansatzweise irgendwie jetzt da, wo man sagt, Moment mal, ist das Mädchen Junge oder irgendwas? Also da war alles klar. Ja? Die Mädels hochschick, haben sich dann auch abholen lassen von den Jungs, eingehakt, wie man es macht. Ja? Wirklich alte Schule. Die Jungs fast alle in wirklich schicken Klamotten, wenn man so sagen will, nee, in schicken Anzügen oder schicken Kombinationen, ja, sich fein gemacht, nicht irgendwie gesagt, was ziehe ich denn da an, ich nehme die alte Jeans oder was, und eben auch so eine gewisse Akkuratesse, ja, also ein gewisses Kniggeding, ja, ist da durchaus dabei gewesen, hat mir meine Bekannte erzählt, und das ist das, was mich beruhigt, ja, klar, man kann sagen, also die etwas, wie soll ich sagen, nicht so jetzt mitten in der Gesellschaft stehen, denn die gehen jetzt auch nicht unbedingt zur Jugendweihe. Das stimmt. Aber allein, dass hier die Etikette gewahrt wird, dass der Wert drauf gelegt wird, dass auch die Eltern und die Angehörigen, die mitkommen, Freunde, auch entsprechend schick gekleidet sind, dem Anlass entsprechend. Da muss ich sagen, also das mag jetzt jemand sagen, ja, das ist aber, ja, sei mir nicht böse, aber ich meine, damit rettest du auch nicht die Welt. Das ist mir schon klar. Ich will nur mit dem Beispiel einfach mal auch euch zeigen, und vielleicht habt ihr auch solche Beispiele, wo es einfach nicht durchgedrungen ist, wo die Menschen einfach so ihrer Natur entsprechend sich verhalten, Frau wie eine Frau, ein Mann wie ein Mann und fertig, ja, und da die entsprechenden Anstandsregeln und die entsprechenden Verhaltensregeln auch durchaus beachten und kennen, dass es da offensichtlich eine Chimäre ist, ja, wenn uns medial und sonst irgendwo erzählt wird, hier, das ist alles super mit Geschlechtern und Klima und hin und her, ja, alles, was sie uns erzählen, ja, scheint nicht wirklich anzukommen und sich irgendwie zu verfestigen. Das ist eine kleine Minderheit, wie ich sage, die über Hebel verfügt und damit als übermächtig erscheint und als große Mehrheitsmeinung daherkommt. Im letzten Endes schert sich kaum einer darum. Das ist die Botschaft, ja. Jetzt kann man sagen, ja gut, warum wählen sie dann? Das ist eine andere Sache, ja. Es gibt halt einfach auch dann leider den Fakt, dass zu viel Desinteresse da ist. Es ist mir immer noch lieber, als wenn sie sich dafür interessieren, ja. Aber noch sind die Deutschen noch im Achselzuck-Modus, ja, und Kopfschüttel-Modus. Aber zu mehr reicht es noch nicht. Aber wir schauen mal, es tut sich ja doch einiges. Ich wollte das nur in einem kleinen Video mitteilen, so eine Alltagsgeschichte wirklich aus dem Selbst, beziehungsweise der Bekannten kann ich wirklich vertrauen, aus dem Erleben bei einer Jugendweihefeier. Perfide, dass dort auch wirklich die Ideologie überall verkauft werden soll. Gute Nachricht ist, man nimmt es nicht oder es bleibt irgendwo bei den ganz normalen Leuten irgendwo ein Ladenhüter. Danke euch fürs Zuhören, danke euch fürs Zuschauen, macht's es gut, ihr Lieben. Abonnieren, teilen, liken, kommentieren, ja, vielleicht habt ihr auch sowas Ähnliches schon erlebt und euch gedacht, ach, das hier an, ja, da hat es offenbar noch nicht gefruchtet, ja, das ist alles so, wie man es als natürlich wahrnimmt, sage ich mal, ja, und wir freuen uns auf Kommentare von euch, da vielen Dank dafür. Und wenn ihr denkt, ja, der Kanal hat einen Mehrwert, da würde ich auch gern finanziell was unterstützen, dann könnt ihr das gerne tun. Unter Ko-fi, Bitcoin, Stripe und Deutsche Bankverbindung in der Beschreibung. Macht's es gut, ihr Lieben. Servus. Wie gesagt, das Erschreckende an der Geschichte ist, dass sie wirklich auf allen Ebenen, also das wird auch im Sportverein so sein, das wird auch im Lese-Literatur-Club so sein, das wird überall so sein, dass hier diese Menschen an den Schaltstellen eben sitzen, wo sie dann solche Lerninhalte und solche Ideologien verbreiten können. Wie gesagt,
für mich ist es eine kleine Minderheit, die an den richtigen Stellen platziert wurde, mit dem richtigen Geld ausgestattet wurde. Aber die Menschen machen nicht mit. So sehe ich das. Macht es gut. Servus.